Ich muss also einen Weg finden, den da rauszuholen. Oh. So ganz allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke. Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang, ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da. Dann können Sie Ihre Pause machen. Okay. So verzweifelt russische Klofrauen bestehlen zu müssen, bin ich dann doch noch nicht. Wenn ich da jetzt einfach so reingehe, wäre eine Verhaftung wohl noch das Beste, was mir passieren könnte. Stein? Wohl alles nicht, ne? Nee. Bringt also nichts. Man sollte immer sparsam mit Wasser sein. Ich muss irgendwie... Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Okay. Es stinkt bestialisch. Was der Grund dafür ist, kann ich... Der helle Lichtstrahl könnte von einem Scheinwerfer kommen. Demnach müsste ich jetzt bereits unterhalb des Bahnhofs sein. Ist ja alles ganz, ganz toll. Das bringt mich nur nicht weiter. Ach, verdammt. So, hier ist auch nichts Neues. So. Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Hallo? Huhu, ich bin's wieder. Hi! Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot. Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Oh, was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. So, runter. Hier durch. Da hoch. Und hier rein. Dann legen wir das doch mal da rein. Ich glaube, die Wachsoldatin hat selber genug Zigaretten. Und die Klofrau würde sich wohl mehr über ein paar Geldstücke freuen. Dann noch was anderes. So. Sind Sie nicht ganz bei Trost?
Ich reiß mir für Sie extra den Arsch auf, damit ich 5 Minuten abzwacken und Sie vertreten kann, damit Sie Ihre Pause bekommen. Und das ist der Dank. Aber ich... Das wird Folgen haben, das schwöre ich Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum hier absolutes Rauchverbot ist. Aber das hat Konsequenzen. Das wird ganz sicher Konsequenzen haben. Hoffentlich kriegt die Arme nicht allzu viel Ärger. Ich denke schon doch. So. Der scheint kaputt zu sein. Wenn ich mir den Inhalt so anschaue, ist das aber auch kein Verlust. Gut zu wissen. Mir ist jetzt eher nach Wodka. Okay. Man kann es dir auch nicht recht machen, ne? Was ist mit dem Spind? Was nützt sich jetzt dran? Ja. Okay. Die sollte ich gleich mal anprobieren. Wenn sie passt, falle ich wenigstens nicht sofort als Zivilist auf. Gut. So. Ein 5-stelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. Öffne mal. Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Offensichtlich gilt für die gesamte Zugfahrt höchste Alarmstufe. Es wird mit dem Einsatz feindlicher terroristischer Elemente gerechnet. Deshalb schreibt der Einsatzbefehl sofortige Meldung aller Unregelmäßigkeiten vor. Offensichtlich bin ich nicht der einzige ungebetene Teilnehmer dieses Ausflugs. Gar nicht gut. Die Wachen werden jetzt bestimmt extrem aufmerksam sein. Hier steht noch was von der Sonderbehandlung der speziellen Gäste. Ob das die Gefangenen sind? Vielleicht finde ich meinen Vater ja wirklich an Bord des Zuges. Ich sollte mich besser beeilen. Achtung, Achtung! Alle Passagiere und eingeteilten Wachen begeben sich bitte in den Zug oder verhalten sich entsprechend ihres Einsatzbefehls. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Naja, nicht wirklich. Da ist ja noch was in der Toilette, ne? So. Ich sollte mich besser wieder umziehen. Die Wache am Seiteneingang könnte sich sonst sehr wundern, mich plötzlich in Uniform zu sehen. Jo. So, hat der noch was für mich? Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Nichts Neues. Ich sollte besser wieder die Uniform anziehen. Ja, mach das mal. Vielleicht sollte ich mich erstmal weiter hier draußen umgucken. Die beiden Gorillas da vor der Tür sehen nicht sonderlich sympathisch aus. Die Frage ist, lassen sie keinen aus dem Raum raus oder keinen hinein? In beiden Fällen könnte es interessant sein, da hineinzukommen. Ja, könnte schon sein. So, Kamera und ein Schild. Ein Lastenkran für schwere Kisten und vermutlich auch militärisches Gerät. Die beiden sehen extrem ungemütlich aus. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand an denen vorbeikommen könnte. Gehen wir mal da durch. Hallo. Hallo. Na, Genossin? Geht's auch mit nach Tunguska? Ja. Tja, was nimmt man nicht alles für ein paar Rubel am Ende des Monats in Kauf? Den Passierschein brauche ich noch. Mist, den habe ich wohl in der Umkleidekabine vergessen. Aber deswegen muss ich doch jetzt nicht nochmal extra zurück, oder? Doch, tut mir leid, Kameradin. Da kann ich leider nichts machen. Wenn's nach mir ginge, würde ich dich natürlich auch ohne alles reinlassen. Geht aber leider nicht nach mir. Die Jungs vom FSB reißen mir den Kopf ab, wenn das rauskommt. Na komm schon. Muss ja keiner rausfinden. Nee, das riskiere ich nicht. Hab Solotow schreien hören. Armer Kerl.
Solotow? Was ist mit dem? Wo ist der? Im Spielzimmer. Ich glaube, die haben den ganz schön durch die Mangel gedreht. Also beeil dich und hol den Schein. Ein paar Minuten hast du ja noch. Und wenn du schon dabei bist, schau doch mal, ob du den Zugführer findest. Der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Hab ihn schon ein paar Mal ausrufen lassen, aber er kommt einfach nicht. Ich würde ihn ja auch selber suchen, aber ich darf hier leider nicht weg. Und beeil dich. Wir sind eh schon spät dran. Okay. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. So, wir müssen also irgendwie... Reden wir mal mit dem. Hallo? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Arschloch. Der Strumpf ist noch relativ sauber. Anziehen möchte ich ihn zwar jetzt nicht mehr, aber eigentlich wollte ich das auch vorher schon nicht. Gut. Ein Funkgerät. Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit einer 15 drauf. Verdammt. Fünfstellig. Eine Schachtel Streichhölzer aus dem Nein. Vielleicht muss ich da einfach mal alle Fragen abgeben. Hi. Hallo. Deck. Der Zugführer ist noch nicht da? Nein. Vielleicht solltest du ihn nochmal ausrufen lassen. Klar, auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche. 17 ruft 48, bitte kommen. F4 48, was gibt's? Ruf doch mal unseren Freund den Zugführer aus. Der ist immer noch nicht da. Schon wieder? Ja, ich kann auch nichts dafür. Okay. Der Zugführer möge seinen fetten Hintern endlich mal zu seinem Arbeitsplatz bewegen. Und zwar schnell! Hoffen wir mal, dass es was bringt. Okay. Weißt du, was die Agenten hier machen? Arbeiten, nehme ich mal an. Ach nein, was du nicht sagst. Wir machen hier doch alle nur unsere Arbeit. Und die meisten von denen sind auch ganz nett. Sind doch auch nur Menschen, wie du und ich. Wenn du meinst. Ich glaube, die Frage nach den FSB-Leuten kann ich mir in Zukunft sparen. Traut sich ja doch keiner, was halbwegs Interessantes zu sagen. Sind schon alle an Bord? Ja, fast. Ein paar Jungs vom FSB fehlen noch. Aber ansonsten müssten alle da sein. Die Wissenschaftler auch schon alle? Klar. Die wurden ja ganz zu Anfang schon in den Zug gebracht. Warst du da noch nicht hier? Nein, anscheinend nicht. Gab's Probleme? Nö, eigentlich nicht. Aber einige waren auch so gut verpackt, dass ihre Möglichkeiten zur Gegenwehr nicht sonderlich groß gewesen sein dürften. Oh, ja, ist ja auch gut so. Hat man die denn alle zusammen in ein Abteil gesteckt? Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Kann dir ja auch egal sein. Ist ja nur für deinen Abschnitt zuständig und nicht für die ganze Bande. Ja, da bin ich auch echt froh drüber. Wenn die meinem Vater auch nur ein Haar krümmen. Hoffentlich komme ich auch ins richtige Abteil. Und wenn nicht, wie finde ich heraus, wo mein Vater ist? Und wie komme ich da hin? Naja, darüber kann ich mir Gedanken machen, sobald ich an Bord bin. Okay. Sag mal, weißt du eigentlich, warum der Zug so schwer bewacht wird? Das weißt du doch. Haben sie uns doch lang und breit erklärt. Auch wenn ich nicht alles so wirklich glauben kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass die gefangenen Wissenschaftler alle für den Feind spioniert haben. Aber was soll's, geht mich nichts an. Was ist denn deine Vermutung? Keine Ahnung. Finde es nur seltsam, dass die jetzt in so eine Forschungsstation gebracht werden sollen. Aber vielleicht sollen sie dort ja auch gar nicht forschen. Sondern? Wer weiß, was man da mit ihnen macht. Aber lass uns das Thema wechseln. Ich will da lieber gar nicht dran denken. Nein, ich auch lieber nicht. Ich werde mich dann mal auf die Suche machen. Viel Glück. Ja, hier wird's auch langsam nervig laut. So. Ich glaube, die Schilder gab's im Dutzend billiger. Der Raum wird von mehreren Kameras überwacht. Dazu das strikte Rauchverbot. Was die hier wohl aufbewahren? Na, irgendwas Explosives, auf jeden Fall. Abfalleimer. Nichts Verwertbares drin. Verdammt. Vielleicht nochmal mit dem reden. Was macht der Magen? Das hören Sie doch. Ja, in der Tat.
Und riechen leider auch. Haben Sie Ihren Schlüssel schon wiedergefunden? Nein, ich befürchte, der schwimmt bereits irgendwo in der Kanalisation rum. Und ohne Schlüssel geht es nicht weiter? Ohne Schlüssel sitzen wir hier alle fest. Wenn ich zufällig mal wieder den Drang nach einem neuen Parfum verspüren sollte, werde ich mich dort mal umschauen. Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Okay. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja.